Moin, nach einigen Boards jetzt in unseren Videos ein Segelvideo endlich mal wieder. Und zwar geht es um das vielleicht etwas polarisierende Superhero. Polarisierend, warum? Weil es ein super cooles Segel ist natürlich, aber diese Farbe bei unseren Kunden, bei mir selber oder auch selbst bei unserem Vertreter im ersten Augenblick leichten Gehirnschmerz verursacht hat. Aber die 90er Jahre sind zurück, junge Leute wollen knallige Farben und da passt das sicherlich ganz gut zusammen. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, vielleicht jetzt auch sogar schon mit dem Scheinwerfer-Kameralicht, dass wir hier über ein Segel reden, was in schönen, von der Sonne angestrahlt schöne Farben halt bewirken kann und dann tatsächlich ganz andere Qualitäten mit sich bringt. Und es kommt ja auch nicht nur auf die Farbe an, es muss ja irgendwie auch passen. Passend natürlich tut es zu den ganzen neuen Boards, das hat Duoturm mittlerweile halt auch echt gut drauf. Ben Severn hat da ja vor einigen Jahren mal mit angefangen, als er halt die Trapeztampen sogar in den Farbverläufen der Segel halt gebastelt hat. Da springen jetzt viele mit auf, das finden wir aber auch in der Modebranche wieder. Bei den Kitern ist das schon sehr lange der Fall. Insofern, warum sollen wir alten Windsurfer nicht auch mal mit der Zeit gehen und uns mehr an freundliche Farben halt gewöhnen? Das Superhero ist bekannt. Wer es noch nicht gefahren hat, als kurze Erklärung, wir haben halt ein Segel, ein Vierlatten-Wave-Segel, was ein etwas tiefer geschnittenes Profil mit einem niedriger liegenden Druckpunkt hat. Niedriger bedeutet, hier nicht hängen bleibt, dass ein Druckpunkt halt eher in der unteren Segment stattfindet und halt sich nicht weiter nach oben verschoben hat. Dadurch kommt das Segel von unten heraus, sagt man, aber nicht wegen des Druckpunkts, sondern das Profil halt sehr tief und super weich ist, sondern das Segel produziert quasi keinen direkten Lift quasi aus dem Top heraus. Dieses klassische, oh Gott, das zieht mich vorne rüber, kann man viel besser dirigieren, wenn dieser Schwerpunkt quasi auf Körperhöhe ist, als wenn er halt weiter oben liegt. Bei Freeride-Segeln muss das, weil das Segel größer wird, tatsächlich ja weiter nach oben laufen. Aber gerade im Wave-Bereich, um kompakte Geschichten halt zu haben, um halt eher manöverorientiert zu sein und schnelles Shiften, schnelles Segel umdrehen bei der Halse und so weiter, das ist halt plopp und los geht's weiter, ist etwas einfacher, wenn der Druckpunkt etwas tiefer liegt. Das Segel selbst ist, wie ich gerade schon gesagt habe, etwas weicher. Man hat eine gut ausgeprägte Masttasche, die auch vernünftig arbeiten kann und soll. Ich habe jetzt zwar keine Gabel dran, aber selbst da ist der Zug halt überschaubar zwischen 2 und 4 Zentimetern, die man am Ende halt rausziehen muss, um das Segel vernünftig zum Rotieren zu bringen. Und mein Vergleich ist eigentlich immer so ein bisschen wie bei einem Motorrad oder bei einem Motorroller. Man ist halt am Fahren und wenn man mehr Gas haben will, muss man einfach den Griff ein bisschen aufdrehen. Und hier ist das gefühlt genauso. Man fährt halt in voller Gleitlage. Das Segel gleitet wirklich gut an, auch im unteren Windbereich. Man kann es fast eine Segelgröße kleiner wählen als einige Mitbewerber. Und dann ziehst du an der Segelhand einfach ein bisschen mehr ran. Das heißt, dein Profil wird besser angeströmt und das Segel beschleunigt halt einfach mehr. Es wird halt schneller. Aber ohne, dass sich der Druckpunkt verändert, dass du das Gefühl hast, das finde ich gerade doof. Das heißt, man kann quasi, wie beim Gasgriff, wie gesagt, die Geschwindigkeit justieren, ohne dass du das Gefühl hast, es an-aus geht nicht so. Ne? Also das ist super angenehm. Natürlich ist das Feedback halt dadurch ein bisschen verzögerter, etwas weicher. Wenn eine Böe reinkommt, dann ist es erstmal so, was ja auf der einen Seite fehlerverzeihend ist, auf der anderen Seite natürlich nicht so direkt. So. Da das Segel jetzt schon lange am Markt ist, ist es für viele ja halt keine Neuerung mehr. Aber natürlich werden immer neue Sachen halt eingeflochten. Und da gibt es dann jetzt einen neuen Begriff, Specific Draft Position, das eigentlich nur auf gut Deutsch bedeutet, das größere Segel, und da reden wir jetzt von 5.0 und größer, also 5.0, 5.3, 5.7, dass die den Druckpunkt etwas höher geschnitten bekommen haben, wie ich eingangs schon meinte, die Vorliege wirkt natürlich auch etwas länger. Man braucht halt ein Segel, was auch hier oben halt ein bisschen mehr Profil hat, damit es noch besser losgehen kann. Und dadurch ist dieser Segeldruckpunkt weiter nach oben gewandert, jetzt in der neuen Generation für 2024. Auch das kleine Segel, das 3-4er, wenn ich richtig informiert bin, wurde auch nochmal überarbeitet, damit das halt in diesen Starkwindbedingungen auch noch ein bisschen besser aufmacht wiederum und etwas harmonischer funktioniert und nicht, wenn die Böen reinkommen, dann so richtig loshackt, weil das Profil natürlich dann auch sehr viel arbeitet und irgendwann ein bisschen zu schwammig sich anfühlt. Genau, ansonsten die normalen Merkmale, die wir von Duoturn halt haben,
sind natürlich in diesem Segel auch jetzt nach wie vor halt drin. Es gibt diese Minimum- und Maximum-Kleberchen drin, die halt euch zeigen, wie viel Loose Leech muss ich, kann ich in das Segel eintrimmen für meinen entsprechenden Windbereich. Wir haben, ich hoffe, ihr könnt das sehen, hier unten diesen Aufkleber, auf dem draufsteht, wie viel Trim man auch in dem Showdown geben muss. Was sehr vielen Kunden halt hilft, was wir auch immer als Argumentationshilfe nehmen, sind die Aufdrucke, die wir hier an der Gabelbaumaussparung haben. Auch da steht halt drin, wie lang ist der Gabelbaum im unteren Bereich und im oberen Bereich. Also nicht nur die klassische Skala, die wir halt kennen, sondern steht halt hier haben wir 1,61 Meter plus minus 1, 1,62 und hier sogar 1,65. Natürlich ist diese Strecke eine andere wie die. Und wir haben jetzt super häufig, dass natürlich jemand, der ein Duotonsegel fährt, sich nicht immer eine Duotongabel holt oder bei Goya oder bei Severn oder bei Essie, ist ja total wurscht. Aber die Hersteller selber haben unterschiedliche Ansatzpunkte, wo messe ich halt wie. Und es gibt auch genügend Segelhersteller, wo nur draufsteht, das Gabelbaummaß ist 1,42. Uff. Bin ich aber klein, habe ich die Gabel da, bin ich groß, habe ich die Gabel hier. Und wie ich gerade gesagt habe, 1,62 zu 1,65, da haben wir natürlich da schon einen Unterschied von 3 cm. Und wenn das noch nicht mal herstellerintern das gleiche Modell ist, gibt es ganz schnell Unterschiede von 2, 3, 4, 5 oder sogar 6 cm, wie viel mehr Trim ich halt in der Gabel geben muss oder eben halt weniger. Und dadurch ist das ganz extrem wichtig, darüber sich Gedanken zu machen, aufzupassen. Im Zweifelsfall den Shop eures Vertrauens zu fragen, wie man das Segel richtig aufbaut, weil man so ein Segel natürlich auch tot trimmen kann und auf einmal passiert nichts mehr oder es ist total sackig und in den Böen fällt das Profil zusammen, es kriegt Falten und auf einmal wackelt der ganze Druckpunkt hin und her. Deswegen darauf einmal achten, das ist bei Duoton sehr ausgeklügelt. Auch dieser Aufkleber für die Trapeztampen funktioniert tatsächlich sehr gut, dass man, wenn man das Segel aufgeregt halt vor sich stehen hat, einmal durchschaut und dann schaut, dass man die Trapeztampen links und rechts davon dann einfach positioniert und dann ist es wirklich zu 90%, 95% würde ich sogar sagen, so, dass ihr euch damit wohlfühlt und happy sein könnt. So ein bisschen kennen wir das speziell jetzt schon von den Essie-Segeln. Auch hier gibt es jetzt so einen kleinen Schlitz drin und da ist dann bei dem Segel selber ein kleiner Aufkleber drin. Und da geht es darum, dass hier eine Markierung eingeklettet wird, die am Ende durchschaubar euch zeigt, wo ist das Ende vom Mast. Und natürlich, wenn ich ein Segel stark durchziehe, dann wird das ganze System halt weiter runtergezogen. Dann befindet sich das Mastende auf einmal hier oben, habe ich ganz wenig Spannung, ist das hier unten. Und das zusammen kombiniert mit dem Minimum und Maximum, was dort halt eingesetzt ist, kann man den Trim super leicht immer wieder reproduzieren, ohne dass man gefühlt jede Woche aufs Wasser geht und weiß genau, wie ich das 4-7er aufbrücken muss, weil ich genau weiß, wie viel Zug ich da brauche. Dafür ist das halt da. Ganz einfacher Indikator. Ich muss nicht schauen, wie ist das Loose Leech jetzt gerade da? Ist die Sonne so viel gewesen wie letztes Mal? Es flattert irgendwie mehr oder weniger. Am Ende ist man völlig verwirrt oder man regt es halt irgendwo im Windschatten auf, wo alles anders aussieht. Kann man sich hier drauf verlassen. Funktioniert super cool. Finde ich sehr schön, dass die das übernommen haben, weil das wirklich alles sehr, sehr viel einfacher macht. Gerade im Freeride-Bereich eine sehr gute Lösung. Genau, so viel zu den Trim-Features. Materialien sind halt nach wie vor bei Duoton sehr gute. Es war eine Zeit lang mal, da gab es diese Double Seam Technology, wer das noch weiß, das wurde jetzt tatsächlich vor anderthalb Jahren langsam reduziert, weil es hier jetzt nochmal neue Lattenspanner gab, eine neue Topkappe und so weiter, das auch schon im letzten Jahr, sodass da halt Gewichtsersparnisse von um die 200 bis 500 Gramm, je nach Segelgröße, halt möglich waren. Das hat natürlich was gebracht. Und bisher hat anscheinend die Problematik der Reglerquoten durchgesprungen, irgendwo aufgeribbelt und so weiter, Duoton recht gegeben, dass sie da nicht wieder in die andere Richtung gerudert sind, weil das Material tatsächlich robust genug ist. Es ist auch nicht das dünnste am Markt, das hört man auch beim Zusammenrollen, aber das soll bei einem Wave-Segel auch nicht unbedingt immer zwangsweise der Fall sein, das soll halt funktionieren, halten und dabei sich nicht zu schwer anfühlen. Genau, so alles in allem eine gute alternative Lösung als Vierlattensegel. Was tatsächlich ein bisschen weicher fährt und in seinem Zweck, vor allen Dingen finde ich, im unteren Angleitbereich seinen Zweck sehr gut erfüllt, weil es wirklich gut früh losgeht, wenn man denn weichere Segel mag. Genau, wer Lust hat, die Dinger gibt es immer, aus diesem Jahr, aus dem Vorjahr, wie auch immer, wir haben was Gebrauchtes, was Neues da oder im Test, die aktuellen, könnt ihr euch sie gerne anschauen, mal mitnehmen oder probieren. Wir sind da für euch da und dann bis demnächst. Ciao.